Ulrich Klingler, fast 35 Jahre lang Geschäftsführer der Stadthalle Balingen und somit der erste und bislang einzige Stadthallenchef. Doch das wird sich nächstes Jahr ändern, denn dann will sich der dann 64-Jährige in den Ruhestand verabschieden. Ulrich Klingler im RTF1-Interview über Höhen und Tiefen aus knapp 35 Jahren Stadthalle. Herr Klingler, Sie haben vergangene Woche angekündigt, Sie werden nächstes Jahr im halben Jahr etwa in den Ruhestand gehen. Warum sind Sie zu dieser Entscheidung gekommen? Na gut, das ist schlicht und einfach ein biologischer Grund. Ich werde im kommenden Jahr, im Frühjahr, 64 Jahre alt. Und dann habe ich den Job hier 35 Jahre gemacht. Und ich denke, dann ist es auch an der Zeit, dass man aussteigen darf, dass man mal noch einen anderen Lebensabschnitt vor sich hat, der komplett anders sein wird. Da bin ich mir schon im Klaren. Das werde ich auch lernen müssen. Aber ich denke, das ist legitim und das darf ich jetzt tun und ich tue es mit Freuden. Sie haben ja 35 Jahre lang mehr oder weniger für die Stadthalle gelebt. Wird es Ihnen da schwerfallen, da jetzt auch loszulassen? Ich glaube schon. Das war schon schwer, diese Entscheidung zu treffen. Das ist gar keine Frage. Da ist so viel Herzblut, so viel Klingler ist da einfach drin. Ja? Und Das war nicht einfach, das wird sicherlich auch nicht einfach, wenn dann der Schritt kommt. Aber ich werde mich darauf vorbereiten, gedanklich, und ich glaube, dann kriegt man das schon hin. Andere Leute schaffen das ja schließlich auch. Aber ist natürlich verbunden mit Wehmut, mit Rückblick auf grandiose Jahre, auf viele Menschen aus vielen Bereichen, die man kennengelernt hat, wo teilweise auch Freundschaften entstanden sind. Ist natürlich kein 0815-Job, Geschäftsführer der Stadthalle Balingen zu sein, sondern das ist schon etwas Besonderes und da bin ich eigentlich froh, dass ich das machen durfte. Wenn Sie jetzt vor 35 Jahren, wie hat denn das alles angefangen? Damals wurde ja die Stadthalle gerade gebaut, Sie waren der erste Geschäftsführer bislang der einzige auch. Das ist völlig richtig. Das war schlicht und einfach so, ich war damals der persönliche Referent des damaligen Oberbürgermeisters, Herrn Dr. Eugen Fleischmann. Und dieser Dr. Fleischmann hat, es war sein Baby, diese Stadthalle mit dem Hallenbad gemeinsam zu bauen. Dafür hat er gekämpft. Und ich war junger Referent und eines Tages kommt er auf mich zu und sagt: Mensch, Schlinger, das machen Sie. Ich sage: Keine Ahnung, als Sport hat er gesagt: Das machen Sie, auf, ran. Und so entstand dieses Ding, ja. Und dass ich das nun 35 Jahre mache, das hätte ich mir damals nicht erträumt. Bei Gott nicht, sondern es ist halt so geworden. Gab ja auch mal, oder ich habe mal gelesen, dass es dann auch nach Reutlingen gehen sollte und dann haben Sie sich doch dagegen entschieden und sagen, ich bleibe hier in der Stadthalle. Ja, das war eine weise Entscheidung, vor allem aus dem Hintergrund, das war damals die ersten Pläne, die Reutlinger hatten, mit der großen Lösung, zwei große Säle. Und da wollten die mich haben, da habe ich auch schon den Arbeitsvertrag vor mir liegen gehabt und habe es dann doch nicht getan. Und es war eine weise Entscheidung, denn dann fiel ja damals diese ganze Planung wie ein Kartenhaus zusammen. Und ich bin in Balingen geblieben. Es gab auch noch andere Rufe, denen ich nicht nachgekommen bin. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil auch meine Familie mir erklärt hat, also es kann nicht alles sein, dass man der Karriere des Herrn Papa die ganze Familie unterordnen muss, sondern es gibt auch noch was anderes. Und ich glaube, das war eine glückliche Fügung letztendlich, dass ich dann so lange in Balingen bleiben durfte. Und denke, da kann man jetzt auch sagen, da ist ein Lebenswerk entstanden. Wenn wir jetzt auch nach Reutlingen blicken, es gibt dort mittlerweile eine neue Stadthalle, die auch von dem, was Sie machen, ähnlich ist dem, was hier geschieht. Sehen Sie das als große Konkurrenz? Erstens einmal gibt es den Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das muss man auch so sehen. Da braucht man nicht jammern, sondern das ist eigentlich ganz positiv und ich gönne den Reutlingern diese Halle, die sie eigentlich schon längst brauchen. Ja, also für eine Stadt dieser Größenordnung muss man eigentlich so ein Haus haben, denke ich mal. Und insoweit gehen wir das ganz relaxed an und freuen uns für Reutlingen und nehmen die Konkurrenz an, die natürlich da ist, ist gar keine Frage, denn da gibt es sicherlich Schnittmengen in den Besucherströmen, nehmen Sie das Steinlachtal oder irgendwas da. Wir bespielen ja im Prinzip, kaufen wir unsere Produktionen bei denselben Agenturen ein, irgendwo in Europa. Und da ist Reutlingen nicht anders wie Balingen und deshalb gibt es dann schon Leute, die mal sagen, ach, jetzt gehen wir heute Abend nach Balingen oder nee, morgen gehen wir nach Reutlingen. Das ist halt so, das ist in Ordnung.
Vor etwa 10 Jahren stand ich hier bei 25 Jahre Stadthalle Balingen. Und da haben Sie eine kleine Geschichte erzählt von einer Wienerin, die hierher kam. Anlässlich eines Auftritts eines berühmten Sängers. Ach Gott, jetzt fällt es mir ein. Es war ein Konzert in Budolfschok. Und das war in den Anfangsjahren der Stadthalle. Rudolf Schock war engagiert für ein schönes Konzert und Halle war natürlich ausverkauft. Und da kam eines Tages ein Anruf von einer Dame aus Wien, die mich also inständig gebeten hat, also ich möge doch irgendwie das noch möglich machen, dass sie eine Karte bekommt. Ich sagte, ja, gute Frau, wir sind eigentlich ausverkauft. Dann kam es, ja, nur Ohren sieht's, Herr Direktor. Dann habe ich gesagt, also gut, den Ohren sieht's, den machen wir. Und irgendwo haben wir einen Stuhl reingestellt, die Dame fuhr dann wirklich von Wien nach Balingen und hat das Konzert mit dem Rudolf Schock besucht und war sicherlich glücklich, so wie 900 andere auch. Welche anderen glücklichen oder schönen Erinnerungen verknüpfen Sie denn an diese Zeit? Also ich glaube, das kann man einfach nach 35 Jahren gar nicht rauspicken. Sicherlich, sagen wir mal, zwei große Bausteine im Geschehen unseres Hauses sind sicherlich mal die Kunstausstellungen, die eigentlich auch, sagen wir mal, so gar nicht geplant waren, sondern da sind wir auch hineingewachsen oder vielleicht auch gestolpert, ist egal, wie Sie das formulieren. 1987 kam der große Durchbruch mit Marc Chagall zum 100. Geburtstag, als wir die Einzigen waren, die sich dieses Themas angenommen hatten. Und dann, glaube ich, kann man schon sagen, begann das Wunder, das Märchen von Balingen, diese unglaubliche Ausstellungsreihe mit über 1 Million Besucher, die wir in dieses kleine Städtchen Balingen geholt haben. Das ist das eine. Und das andere ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, unsere Eigenproduktionen. Das ist jetzt die 16. Eigenproduktion, die wir uns als Stadthalle leisten. Ich denke, beide Themen sind ein richtiges Alleinstellungsmerkmal für unser Haus. Wir haben das auch gemacht, ein Stückchen weit aus Marketing- und Strategiegründen, denn wir heben uns da ab von anderen Häusern, wir erreichen auch eine Medienwirksamkeit und das tut dem Haus gut, das tut uns gut. Das sind so auch die Hintergründe für diese Geschichten und das ist natürlich auch unglaublich, macht auch mir dann viel, viel Spaß, sagen wir mal, aus dem Alltag herauszubrechen, obwohl der Alltag schon hier wahnsinnig spannend ist, aber eine Eigenproduktion zu machen mit 60 Chorleuten, mit 20 Solisten, mit insgesamt über 150 Akteuren oder eine große Kunstausstellung vorzubereiten, das sind dann schon irgendwie besondere Situationen. Die großen Kunstausstellungen, das muss man auch festhalten, dass die wirklich bundesweit auch Ausstrahlung haben. Ja, ich glaube, da kann man sogar sagen, europaweit, denn die Besucher kommen aus ganz Europa. Ja, das war etwas ganz Besonderes und ich glaube, da dürfen wir alle sehr, sehr dankbar sein hier in Balingen, dass uns das gelungen ist. Das ist wenn Sie es mal ganz salopp vergleichen, wie ein Lottotreffer können Sie das bezeichnen. Das schaffen Sie nicht jeden Tag. Jetzt ein Wermutstropfen war allerdings die Heckler-Ausstellung, also jetzt ausgerechnet die bislang letzte. Ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr eventuell auch wieder welche geben wird. Aber wie passt die da insgesamt? In der Tat, das war für mich eine große Enttäuschung, denn die Heckler-Ausstellung im letzten Jahr war von der Qualität her sehr, sehr gut. Das war eine am besten besprochenste Ausstellung in Balingen von den Feuilletons. Sie war qualitativ sehr, sehr hochwertig und wurde eigentlich weit unter Wert, was die Besucherresonanz anlangt, geschlagen. Und das war dann schon arg, arg enttäuschend. Allerdings hoffe ich und wünsche ich der Stadt, dass es weitergeht. Und es gibt auch Planungen, es gibt Überlegungen, es gibt Gedankenspiele. Wir werden demnächst mit dem Gemeinderat in eine Klausursitzung gehen, 2 Tage. Und da wird unter anderem auch dieses Thema Kunstausstellungen intensiv behandelt werden. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Kommunalpolitik sagt, eigentlich sollte man das weiter betreiben. Anderes Thema, was jetzt vielleicht auch nicht ganz so glücklich war, das war die Geschichte mit der Volksbank Arena. Das hat ja angefangen als Public-Private Partnership, geht auch als Public-Private Partnership weiter. Aber die Gesellschaft scheint damit nicht zufrieden gewesen zu sein, was jetzt die Auslastung der Halle angeht, beziehungsweise das, was an den Finanzen rausging. Wie sehen Sie das? Oder was könnte da schiefgelaufen sein? Ja, sag mal so, wir haben mit der Volksbankmesse einen sehr, sehr unglücklichen Start gehabt. In einer wirtschaftlichen Talzone, in einer absoluten Rezession,
sind wir 2009, 2010 mit dem Haus gestartet. Das war schon mal ein Riesenhandicap. Und da muss man einfach auch wissen, wenn man so ein neues Haus auf den Markt bringt, das habe ich denen auch von Anfang an erklärt, dann muss man zunächst mal ein bisschen Geduld haben. Meistens 2 bis 3 Jahre. Und seit dem letzten Jahr haben wir unsere Zahlen, die wir liefern sollten, wirklich erreicht. Die Prognosen, die man damals aufgestellt hat, die liefern wir seit 2013. Wir werden 2014 eine schwarze Zahl bei der Volksbankmesse schreiben und ich wage mal den Ausblick, auch 2015 werden wir das erreichen. Ich hätte schon vor einem Jahr gehen können hier und ich habe es nicht getan, weil ich einfach auch in schwierigen Situationen nicht im Schwäbischen sagt man der Bettel nachschmeiß, sondern und auch nicht von der Fahne gehe, sondern ich habe gesagt, wir kämpfen gemeinsam für dieses Projekt und wir haben es jetzt erreicht. Wenn wir dann 2 Jahre schwarze Zahlen liefern können, dann glaube ich, kann man dann auch getrost dort sagen, es ist etabliert, es ist gut am Markt angekommen. Ich nenne Ihnen nur eine Zahl. Über 400.000 Menschen waren in den Jahren, seit die Volksbankmesse besteht, also seit 2009, Gast in diesem Haus. Das ist doch eine tolle Zahl. Das heißt doch auch, dass dieses Haus angenommen wird in den verschiedensten Spielarten, ob das Konzerte sind, ob das Messen sind, ob das sonstige Veranstaltungen sind. Es ist eine Nachfrage da, sonst wäre dieser Zahlenblock nicht entstanden. Und es bedeutet auch für die Stadt Balingen als Kunst- und Veranstaltungsstadt ein weiteres Mosaiksternchen in ihrem Gesamtbetrieb, in diesem Genre, dass wir eine tolle Veranstaltungsstadt sind und Kunststadt sind. Und wir kriegen hier jetzt einfach Künstler hierher, die wir hier in die Stadthalle allein aus Größenordnungsgründen nie bekommen hätten. Also insoweit war es eine richtige Entscheidung, eine wegweisende Entscheidung und ich bin überzeugt, diese Volksbankmesse wird weiterhin gut gedeihen. Es gab ja in diesem Zusammenhang, gab es ja dann auch Vorwürfe gegen Sie wegen der Abrechnung. Ich will da jetzt nicht im Detail noch drauf eingehen, sondern einfach, wie geht man dann mit solchen Vorwürfen um? Wie nagt das dann an einem? Ja gut, wissen Sie, da ist dann irgendwann, sagt man ja immer, braucht einen Sündenbock. Der war wohl ich. Aber das zerrt an einem, das tut auch weh, das gebe ich unumwunden zu. Aber wichtig ist mir jetzt, dass wir es geschafft haben und dass wir den Kritikern sagen können, Leute, das, was ihr alle so geschrieben und gesagt habt über uns, das stimmt einfach so nicht, sondern wir haben andere Zahlen. Und zwar seit 2013 sind die positiv. Und ich denke, das ist doch die wichtige Botschaft, die wir heute haben. Da muss man auch mal durch. Und wenn man so einen Job begleitet, wie ich das hier gemacht habe, oder noch tue natürlich, dann muss man es auch aushalten. Da muss man auch mal im Wind stehen, okay, und das ist es dann. Und gucken, wie man durchkommt. Und das haben wir geschafft. Und da bin ich stolz drauf. Wunderbar. Was erwarten Sie jetzt noch für das letzte halbe Jahr in der Stadthalle, in der Messe? Nun gut, also die Auslastung vom Haus ist natürlich fantastisch. Wir haben nach wie vor so ca. 330 bis 350 Belegtage hier in der Stadthalle. Wir steigern das in der Volksbankmesse. Wir haben eine tolle Marktplatzkultur hingekriegt. Wir haben in diesem Jahr 16 Open-Air-Konzerte gemacht in Balingen mit über 60.000 Menschen. Als auch der Bereich ist unglaublich positiv von den Menschen angenommen worden. Wir werden einfach so weitermachen. Ich habe gesagt, ich gebe Vollgas bis zum letzten Tag. Der Klingel hängt nicht im Seil und dämmert vor sich hin, sondern wir werden das Haus so führen oder ich werde das Haus so führen, wie ich es die letzten 30 Jahre gemacht habe oder 35. Und wir werden die neue Spielzeit noch planen und absolut positiv nach vorne schauen. Und sollte der Gemeinderat auch grünes Licht geben für weitere Kunstausstellungen, dann wird man auch dort das Feld beackern und die ersten Arbeiten dann angehen und vielleicht eine Richtung legen, was dann vielleicht 2016 kommen kann. Was geben Sie denn Ihrem Nachfolger mit auf den Weg? Ach gut, vielleicht wird es eine Nachfolgerin, ich weiß es ja gar nicht. Aber was gebe ich ihm mit auf den Weg? Viel Glück, ich wünsche ihm alles Gute. Ich werde ihm keine Ratschläge erteilen, denn ich glaube, jeder, der hier Geschäftsführer wird, der wird versuchen, seinen Stempel dem Haus zu geben. Das ist auch völlig korrekt. Ich habe ihm jetzt Jahrzehnte gegeben und insoweit ist es, glaube ich, auch gut so, dass neue Stempel kommen, neue Ideen entwickelt werden. Die wurden natürlich auch von uns entwickelt, denn 35 Jahre ist eine Zeit, wo alles fließt. Ja, es gibt Ups and Downs, es gibt Wellenbewegungen, es gibt dies und jenes. Wir mussten ja da immer auch ein bisschen wachsam durch die Gegend gehen und aufnehmen, was ist jetzt en vogue, was möchten die Leute sehen.
Also ich denke, Ratschläge brauche ich keine erteilen, sondern das wird die neue Crew dann richten. Und ich wünsche denen einfach alles, alles Gute. Vielen Dank, Herr Klingner.